aktive Fehler und Ereignisprotokoll. Das Link-System kann aktive Fehler am Elektrorollstuhl einfach erkennen. Sobald Links einen Blinkcode erkennt, leuchtet die Statusanzeige rot auf. Um den Blinkcode zu entschlüsseln, zählen Sie einfach, wie oft das Licht blinkt. Oder öffnen Sie die Links iOS-App und rufen Sie aktive Fehler auf. Tippen Sie am Startbildschirm auf Diagnose. Als nächstes tippen Sie auf aktive Fehler. Der aktuelle Fehler, der dazugehörige Code sowie der betroffene Bereich werden angezeigt. Für weitere Details oder Lösungsvorschläge tippen Sie auf die Fehlermeldung. Hier geht es zum Beispiel um eine defekte Parkbremse. Sobald der Defekt behoben ist, wird die Nachricht nicht mehr angezeigt. Beenden Sie über Zurück. Das Ereignisprotokoll kann entweder direkt am Elektrorollstuhl abgelesen werden oder steht als Datei zur Verfügung. Tippen Sie auf Ereignisprotokoll. Die Ereignisse sind chronologisch angeordnet. Das oberste Ereignis ist in diesem Fall die defekte Parkbremse. Auch das Datum und die Zeit des Vorfalls werden in Echtzeit über das Link-System verfolgt. Wenn Sie sehen, wie häufig ein Fehler vorkommt, können Sie so der Ursache besser auf den Grund gehen. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Fehler immer am selben Tag zur selben Zeit angezeigt wird, könnte er eventuell die Folge einer bestimmten Situation oder Handlung sein. Auch wenn das System aktiviert ist, werden Ereignisse gespeichert und hier angezeigt mit dem Hinweis System verfügbar. Beenden Sie mit Zurück. Eine Linksdatei kann gespeichert und über die iOS-App einfach verschickt werden. Tippen Sie auf das Menüsymbol und dann auf Speichern. Anschließend tippen Sie auf Zurück. Zum Versand der E-Mail tippen Sie auf das Dateisymbol und dann auf Bearbeiten. Wählen Sie die Datei aus und tippen Sie auf Senden. Das E-Mail-Programm öffnet sich und Sie können die E-Mail verschicken.